So. Und damit sind wir wieder zurück in Monster Hunter World. Diesmal in der Nacht. Es ist ja auch gerade Nacht. Es wird ja dunkel gerade. So, und wir haben hier gerade Pogi. Den hebe ich nochmal auf. Hier, komm her, Pogi. Perfekt. Er ist wunderbar. Wir nehmen ihn nochmal mit. Vielleicht findet er ja was. Ja, komm mit. Hier, der findet bestimmt was bei... Und diese Fünfer wissen, wie man seine Arbeit erledigt. Ja, bestimmt. Hier findet er was. Runter mit dir. Nee, er ist umgefallen. Warte, Kleidung ändern. Da wollen wir mal reinschauen. Okay, es sind die Gedenkstreifen. Das ist das, was er früher hatte. Sehr gut. Outfit-Farbe, vergiss es. Wir lassen es so, wie es damals war. Meine ich. Es kommt mir so bekannt vor. So, wir müssen mit den Kommandanten reden. Wir haben letztes Mal ja die Expedition gemacht. Wir haben zwei größere Gegner besiegt. Den, ich habe den Namen vergessen. Den Kutku. Nee, hieß er Kutku? Warte, ich habe doch ein Handbuch. Wo ist mein Handbuch? Egernotizen. Da. Und zwei Lexikon der großen Monster. Wir haben ein großes Jagras besiegt, wir haben kleine Jagras besiegt und wir haben ein Kulu Yaku besiegt. Ein Kutku war was anderes. Was Freedom damals, glaube ich. Rein Kutku. Ja. Also, und wir haben auch ein Puke Puke gesehen in einer Szene. Und den anderen haben wir auch gesehen. Okay, dann, wir reden mal mit dem Kommandanten. Mal sehen, was er dazu zu sagen hat. Oh, reden wir erstmal mit unserem Feldherrscher hier, der Anführer des Feldteams. Beschäftigt mit der Jagd? Hast du dich schon daran gewöhnt, wie die Dinge hier laufen? Etwas. Noch nicht ganz. Wenn du unterwegs Probleme bekommst, halt dich nicht zurück und schieß ein Notleuchtzeichen ab. Andere Mitglieder des Feldteams können dir helfen, wenn sie es sehen. Bitte um Hilfe, wenn du sie brauchst, und biete sie anderen an, wenn sie sie brauchen. Das macht dich zu einem besseren Jäger, zu einem besseren Menschen. Okay, ja, klar, aber nein, erstmal nicht. Kommandant? Hast du gut gemacht. Gute Arbeit mit dem Lager. Ich wusste, dass du das schaffen würdest. Und jetzt sind wir endlich bereit. In Ordnung, Jäger. Die Puke-Puke-Jagd kann beginnen. Sobald du das Monster gejagt hast, können die Gelehrten sich die Hinweise ansehen, die du gefunden hast. Ich kann nicht genug betonen, wie wichtig es für die Kommission ist, den Puke-Puke zu besiegen. Dies könnte unsere Chance sein. Wir werden das schaffen. Viel Glück und sei vorsichtig. Absolut. Ein dringender Auftrag für die Fünfte. Partner, du solltest besser mal bei mir vorbeischauen. Ja. Wie sieht das aus? Hey, du. Anscheinend trennen sich unsere Wege für Glück, Jojoka. Ich bin jetzt unterwegs. Warte, wo ich jetzt gerade hier unterwegs bin, im Vorratslager. Ein genommener Fünfer. Viel zu tun. Naja, der hat den schwersten Job überhaupt. Das darf man nicht unterschätzen. Alle Knochen, die alle Jäger hier sammeln, die kommen an ihm vorbei und er muss sie schnitzen. Furchtbar. Nachdrücklichere Fünferin. Arbeitest hart? Brichst du auf? Heute ist mein freier Tag, ob du es glaubst oder nicht. Das stimmt. Deswegen nimmt sie alle Knochen wieder mit. So, ich rede ja immer noch mit ihr. Komm schon, Kumpel. Ah, mit dem können wir nicht reden. Er ist gut versteckt. Apfel-Enthusiast. Hallo. Magst du Äpfel? Ich mag Äpfel. Ich habe auch einen guten Slogan. Lust auf Äpfel? Ja. So, lass mir diesen Apfeltypen da. Das ist der energische Fünfer. Grüße. Ja, wenn du vergisst, hier in der Basis zu essen, kannst du da hinten auch Äpfel essen. Und das kannst du hier im Lager nachholen. Naja, hier gibt's Äpfel. Sehr viele. Frag mal den Apfeltypen da. Sehr gut. Kommissionsmitglied? Kann ich streichen? Pogi war auf einmal da. Warte. Pogi. Pogi schläft jetzt dort. Warte. Okay. Pogi hat ihn scheinbar gerettet von mir. Kumpel? Kann ich mit ihm reden? Kann ich nicht. Der ist auch gut getarnt. Was ist mit dir, Kumpel? Du hast ein Ausrufezeichen.
Oh, schicke Waffe, Kumpel. Dann ist es jetzt wohl Zeit, sich ein paar Vorräte zu besorgen. Du bist hier an der richtigen Adresse. Bei mir ist so ziemlich alles, was du brauchst. Auch wenn du es nicht brauchst. Sollte dir mal was ausgehen, bin ich dein Mann. Ich würde zwar gerne dein ganze Zenny kassieren, aber am besten sammelst du so viele wie möglich selbst. Was? Ich würde zwar gerne deine ganzen Zennys kassieren, aber am besten sammelst du so viel wie möglich selbst. Egal. Na, was brauchst du, Kumpel? Ich brauche in meinem Beutel sehr viel. Und zwar, Gott, wir tragen sehr viel mit mir rum. Kann ich das nicht am besten? Okay, schauen wir mal. Ich kann nicht mehr tragen. Okay, wir sollten am besten erstmal zu der zu unserer Objektruhe. Wo ist sie denn? Da ist sie. Hallo, Truhe. Objekte verwalten. So denn, verlagern wir einige Sachen in die Truhe hinein. Und zwar erstmal Munition. Wollen wir gehen das nochmal tauschen? Verstauen. Erstmal die gesamte Munition weg damit. Ich brauche keine Munition dabei. Ist gut so. So, das ganze Zeug hier kommt weg. Wir brauchen nur Truhen und Steak. Oder Rationen. Hier Bega-Trinke nehme ich noch mit. Obwohl, die kann ich auch reintun. Die Pilze, das da. Leere Fiolen kommt weg. Rohes Fleisch kommt weg. Wir haben Rationen dabei. Wir haben Gegengift dabei. Und wir haben Tränke dabei. Das ist super. Mehr brauchen wir nicht. Gut. Dann. Hallo, Kumpel. Wir können leider nicht alles einfach herbeizaubern, was du brauchst. Um hier zu überleben, muss man kreativ sein und sich manchmal Vorräte vor Ort beschaffen. Na, was brauchst du, Kumpel? Mein Bro. Wir kaufen erstmal. Was hast du denn da alles? Und zwar, Ad Astera Jerky. Getrocknetes Fleisch aus Astera stärkt die natürliche Heilungskraft und die Kräfte und stoppt Blutung. Also gut, wir regenerieren uns schneller. Was ich gerne hätte, sind Fallengeräte. Die sind teuer, aber es ist ein essentielles Hilfsmittel, um Fallgruben und andere Fallen zu installieren. Genau deswegen kaufen wir sie. Sehr gut, da gibt es auch einen Bumerang. Eine ungewöhnlich geformte fremdländische Waffe, die zu ihrem Werfer zurückgehört, können wir mal mitnehmen. Ein Fernglas, warum nicht? Mit diesem feinen Objekt kannst du weitersehen und Dinge aus der Ferne beobachten. Nehmen wir mal mit. Da gibt es noch großes Fass, Bomben. Ich brauche aber gerade keine Bomben. Und dann noch Munition. So, danke, Kumpel. Dann schaue ich hier nochmal nach. Haben wir ein paar Aufträge aktiv? Oh, du hast das hinbekommen. Ja, was soll ich sagen? Das war gut. Und ich mag es, wenn Leute Gutes tun. Okay, dann raus damit. Lass mal hören, was du entdeckt hast. Sehr viel. Nee, das ist befristet auf drin. Okay, wir haben noch welche aktiv. Ich glaube, ich nehme erstmal die. Okay, dann reden wir erstmal mit unserer Wildexpertin. Aber da hinten war doch noch was Grüßes. Grünes. Oder? Nee, Grünes. Ausrufezeichen. Das suche ich. Sind gerade keine da. Okay. Dann nach oben mit uns. Obwohl, ich würde gerne mal eine andere Waffe ausprobieren. Wir haben das Langschwert. Wir haben damit die Monster ganz schön weggehauen. Deswegen wählen wir doch einfach mal. Wir gehen die Waffen mal durch, die wir da so haben. Ja, Kartoffel setzt sich hin. Wunderbar. Als Objektruhe. Ich möchte gerne haben eine andere Waffe. Und zwar. Aussehen verändern? Nee. Können wir mal anklicken. Wie soll Aussehen verändern? Ich kann mich. Ich könnte mich zum alten Mann machen. Wir werden dann langsam zum alten Mann. Noch nicht. Vielleicht später. Wir nehmen die Änderung mal an. Die wir nicht getan haben. Und zwar Objektruhe. Hopp. Objekte verwalten, Herstellung ist Ausrüstung, wenn da war es. Okay, wir nehmen keinen Eisenkantaner mehr. Wir nehmen jetzt endlich das große Schmetterschwert. Ein grobes Großschwert aus Eisen. Trotz der Herstellung in Massenproduktion eine gute Waffe. Sehr gut. Es sieht nicht so aus wie das alte aus Monster Hunter Freedom. Sah etwas stabiler aus. Klobiger? Nee, das sieht klobiger aus. Das andere sah mehr. Ist das von Freedom etwas
schnittiger. Schwer zu beschreiben. Also, aber wir gehen mal in die Schmiede, vielleicht können wir das noch aufrüsten, so wie wir es mit dem anderen Schwert gemacht haben, also ein Langschwert. Ja, du solltest deine Ausrüstung verbessern, sobald das möglich ist. Verpasst diese Gelegenheit nicht. Also, was hämmern wir dieses Mal zusammen? Ganz einfach, wir verbessern mein Schwert. Oder? Wie sieht das hier aus? Das ist ein Verteidigerschwert. Das sieht auch wieder anders aus. Ah, da kann ich einen schmieden. Hier. Eine Waffe. Großschwert. Okay, die sehen alle nicht so aus. Okay. Aber der hat mehr Schaden. Ein grobes Großschwert aus leicht erhältlichen Knochen. Und somit ein verlässlicher Freund für neue Jäger. Da bauen wir doch das hier zusammen, statt das Schmetterschwert. Ein Knochenschwert. Ist ja günstig. Ja. Also ich möchte es natürlich ausrüsten und ich möchte es gerne verbessern. Also wo bist du, Schwert? Da. Und so wird es zur Knochenklinge 2. Was macht es anders? Es wird stärker. Einfach nur stärker. Sehr gut. Mehr Kraft. Das ging schnell. Für das andere brauchen wir andere Knochen. Aber das reicht mir erstmal. Sehr gutes Schwert. So, der arbeitet immer noch daran, um die Luftschiffe besser zu machen. Ma'am? Warte, was will unser Fünfer-Bro? Bro? Hart am Arbeiten? Hey, Vivid, was? Du hast mich murmeln gehört? Ja, der Koch hat mich gebeten, für ihn Zutaten zu besorgen, aber ich kann nicht. Du siehst, ich habe einiges zu tun. Aber ich... Ja, ich muss ja so viel essen, aber... Warte, du meinst das ernst? Du ziehst los und besorgst das Essen für mich? Viel Glück. Oh, danke. Du bist meine letzte Rettung. Ich bin am Verhungern. Wir Fünfer müssen einander helfen, was? Hier sind die Details. Viel Glück. Pilze, Geschenk der Natur. Weißt du, was mir so richtig Lust auf eine Jagd macht? Ein gutes Essen. Ich würde gerne mal diesen sogenannten König der Pilze probieren. Ja, und dafür brauchen wir Mosswein-Mooshaut. Darauf wachsen dann die Pilze, oder wie? Nee, es gibt Königstrüffel. Ich habe noch nie in meinem Leben Trüffel gegessen. Hey, Partner! In Ordnung, Partner. Es wird Zeit, dass wir auf Poké-Poké-Jagd gehen. Wenn das erledigt ist, können die Gelehrten untersuchen, ob die Schlacke vom Zoramark daraus stammt. Pff, jetzt mal ehrlich, von welchem Monster können sie denn sonst stammen? Ich bin zwar keine Gelehrte, aber glühendes Lavagestein. Hallo! Ja, dann neue Quest bekannt machen. Und zwar... Dringend Poké-Poké-Jagd. Der Poké-Poké ist nicht über die Schlacke in seinem Gebiet erfreut. Er wird sich noch weniger freuen, wenn wir die Gelehrten zum Forschen hinschicken. Er muss wohl getötet werden. Es gibt keine andere Option. Spieler, wir machen eins. Wir können auch auf 4 lassen, dann wartet er und geht dann normalerweise einfach durch. Wir starten mit dem nordöstlichen Lager und schauen uns das Lager mal an. Perfekt. Ich gehe essen. Also, ich möchte gerne mit meinem Geld bezahlen. Und zwar... Wir gehen erstmal auf die Defensive. Ich hätte gerne eine tolle Fischplatte. Yes. Da ist mein Fisch. Ach, wie gut das hier ausschaut. Ach Gott. Es ist noch nicht viel. Aber es ist gut. Und Kartoffel hat auch Fisch bekommen. Sehr gut. Dann, ich hätte noch gerne einen Auftrag für die Kantine. Und zwar Ofenbraten. Ja. Das Ofenbraten bereitet Essen zu, während du eine Quest absolvierst. Wenn du zum Beispiel rohes Fleisch im Ofen brätst, ist es fertig, wenn du die Quest abgeschlossen hast. Vergiss nicht, dein fertiges Essen auf dem Weg zur nächsten Quest abzuholen. Das Ofenbraten kostet Forschungspunkte.
Ja, aber wir können das ja mal machen. Und zwar können wir rohes Fleisch mal braten. Möchtest du das Objekt und 60 Punkte in eine Bestellung investieren? Absolut. Und dann wird's dann gegrillt. Sehr gut. Das Maul. Miau, ist das heiß. Ich mag die so. Die sind so toll. Die haben ihre eigenen Abläufe hier. Machen dann ihr Zeug. Ist ihr daran interessiert, für die Kantine weitere Zutaten zu miauzen? Das wäre was. Kümmere dich um die Quest Pilzeinsatz im uralten Wald. Dann wird unser Menü umfangreicher sein als der Bauch eines Großjagers. Das hört sich gut an. Kümmere dich darum, dann bekomme ich die Waren in meine Pfoten. Lass mich nicht hängen. Nein, das tun wir nicht. Wir liefern 20 Gourmet-Pilzhüte ab. Auf mich kann er verlassen. Kann er sich verlassen. Miau. Miau, mein Rücken. Das spielt er noch. Und er fällt fast in die Suppe rein. Deswegen schmecken die so gut. So, auf geht's. Ich möchte die mal aufnehmen hier. Dann habe ich die auch als Hintergrundvideos. Das wäre auch nicht schlecht. Sollte ich mir mal die Zeit nehmen. Und da ist unser neues Lager. Ah ja. Der Pukkelpukkel befolgt. Wilden Pflanzennahrung. Wenn wir tiefer in den Wald gehen, wo es dann Jagdgründe sind, werden wir ihm eher über den Weg laufen. Okay, im Wald. Hey, Partner! Die Kommission möchte die Schlacke untersuchen, die der Sauromarkt daraus hinterlassen hat. Das weißt du noch nicht. Das ist nur eine These. Aber die Forscher können erst loslegen, wenn wir den Pukkelpukkel erlegt haben. Auf geht's! Die Schlacke könnte von jedem kommen. Es könnte die von Kartoffel sein. Ich kann ihm nicht böse sein. Oh nein. Ich habe das Gefühl, dass ich mich heute gut geschlagen habe. Das hast du. Ach, vielleicht nimmst du mich an. Natürlich nehme ich dich mit. Nein. Nein, das warte. Das Großschwert ist eine mächtige Nahkampfwaffe. Nach Angriffen ist deine Deckung offen. Aber das ist es die Sache wert. Zum Glück ist nichts passiert. Tut mir leid, Kartoffel, ich habe mich verklickt. Aber das war so ein Bro-Move. Wie ein Schulterklopfen. So, wir nehmen mal alles mit, was hier drin ist. Ist kostenlos. Gegengift habe ich nur zu viel. Okay, was war das mit dem Angriff? Wie geht denn das nochmal? Wir können einen mal zuschlagen. Okay, normaler Angriff. Warte, machen wir mal, dann lese ich mal oben rechts. Schlag, Schlag und rückwärts Schlag. Und wupp. Und okay, so können wir immer rein und raus schlagen. Das ist ein leichterer Angriff, glaube ich. Schulterschlag. Und was für ein Angriff. Okay. Eine Schleudersalve. Und das ist ein aufgeladener. Bam. Okay. Okay. Warte, wenn ich das so mache. Also auflade. Dann muss ich nach vorne. Ah, okay. Jetzt haben wir es langsam. Das heißt, ich kann den einmal so aufladen. 1, 2, 3. Dann zu, dann weiche ich zurück. 2, 3. Zu. Und dann mache ich den Superangriff. 1, 2, 3 und rein da. Bam. Okay. Dann haben wir lang den Dreh raus. Hier gibt es Diamantsamen. Den nehme ich noch mit. Irgendwo. Da oben. Da ist die Kantine. Okay. Wir bewegen uns mal auf den Pukkelpukkel zu. Der ist ja irgendwo. Hier unten zum Beispiel. Wenn ich ein Pukkelpukkel wäre, dann wäre ich hier. Eh noch Zeug sammeln. Das sind Federn. Ein guter Hinweis.
Giftpilze. Pilze. Mein Gott, ich kann schon wieder nicht reden. Was ist denn los? Es gibt kein Z mehr in meinem Wortschatz. Und da ist er doch. Moin. Tja, ich glaube, ich muss dich erjagen. Es tut mir leid. Oh. Okay, das wird lauter. So, und jetzt. Bam. Und zurück. Okay, sein Schrei, der unterbricht uns. Aber wir haben uns schon mal bekannt gemacht. Jetzt geht's los. Ich bin leider vergiftet. Das wird schon. Ich habe ein Gegengift dabei. Also muss ich gar nicht mehr essen. Egal. Dass du auch blocken kannst. Yes. Okay. Das wollte ich nicht. Aber er findet mich nicht. Sehr gut. Okay, du willst fliegen? Kein Problem. Wie mache ich das nochmal? Ich verklick mich die ganze Zeit. Ein Tag, einen halben Tag nicht drin und schon weiß ich nicht mehr, wie die Steuerung geht. Wiedersehen. Frech. Es muss ab. Jams. Na, wie fühlst du dich jetzt? Jetzt kannst du dich nicht mehr damit belästigen. Der will wieder weg. Und er fliegt. Aber dafür hat er was dagelassen. Pucke, Pucke, Schwanz. Pucke, Pucke, Material. Hättet jetzt zerlegen des Schwanzes, okay. Haben wir gemacht. Sehr gut. Wespe. Sehr großzügig mit der Heilung hier. Und eine Rauchnuss nehme ich mit. Die ganzen Insekten, die ich die gehasst habe, Monster der Freedom. Vor allem, weil die so schwierig zu erwischen waren und so schnell waren. Besonders bei der Eier-Quest, die man also die, wenn man ein Ei klauen muss.
und wieder ins Lager bringen musste, waren diese Vespolds überall. Und die waren so unberechenbar. Deswegen leiden die jetzt. Na gut, aber das wird. Ah, nehmen wir mit. Hier sind die halt nicht so schlimm. Die sind super entspannt. Monsterfluid. Ein von kleinen Insekten gewonnenes Material, das mit Insektenverdauungsflüssigkeit zu Klebstoff führt. Okay. Jetzt haben wir Kleber. Was haben wir denn da? Giftiger Schlamm. Komm mit, Schlamm. Die sind halt Punkte, die wir mitbekommen. Ist ja super. Überall Sachen. Das zum Beispiel. Dung. Toll. Dungkapsel. Schleudermunition, die beim Aufschlag einen starken Geruch verströmt. Manche Monster fliehen davon. Also fliehen davor. Die mögen das nicht. Unverständlich. Noch ein Blaupilz. Beta-Käfer. Brauchen wir noch zwei weitere Käfer für die Mission. Großjagras ist auch hier. Aber den suchen wir nicht. Wir suchen dich. Hallo. Oh. Warte, warte, warte. Okay, okay, das wird gefährlich. Danke, Kartoffel. Wir dürfen uns nicht zu überlegen fühlen. Besonders nicht beim Gegengift, der auch der Edelgrüßler den getrunken hat. Autsch. Schon wieder vergiftet. Kommt der mit der Kopf muss ab. Ja, da rennt er weg. Er frisst er jetzt gerade. Das war schon eine gute Richtung. Egal, die geht auf. Okay, der ist wütend. Aber da gibt's das. Okay, das hat gesessen. Er weiß, er ist uns total unterlegen. Er kann uns nur mit einem Trick besiegen. Sehr viele Spuren. Wenn wir schon hier sind und die Jagras uns beobachten, hau ich die mal weg. Wir müssen auch kleinere Monster besiegen. Sehr gut. Und das Material ist ja toll. So, da müssen wir noch einmal schleifen. Der Knochen muss scharf werden. So,
so ein paar Rationen können wir uns auch noch reinpfeifen. Und ein paar Spuren. Noch. Und gerade die brauchen wir sowieso. Blitzfliegen nicht, die können wir sowieso nicht mitnehmen. Den besiege ich jetzt nicht. Haben wir schon sehr oft besiegt. So, Stufe erhöht. Wunderbar. Wir machen die Mission. Wir machen den Puppe glatt. Und dann noch mehr Pilze. Wir wollen ja welche mitnehmen. Und da kommt er schon. Komm schon, nehmt die Pilze. Echt? So, die Pilze müssen sein. Stech mir rein und weg damit. Und nochmal. Bereit für dein Ende. Obwohl, doch nicht. Der hat sie ja überlebt. Aber jetzt kommt... das ist weniger gut. Das ist Chaos. Okay, Rathalos. Der. Das Bild von Monster Hunter. Und er ist wütend. Und wie er ist. Ja. Er ist gar nicht glücklich. Aber er geht. Der Kommandant jemanden entsenden, um zu sehen, ob die Schlacke uns zum Sora Magdaros führt. Wie der Rathalos verschwindet. Gut, dann haben wir den jetzt auch mal gesehen. Er kam einfach mal vorbei, mochte es nicht, dass er in den anderen geschleudert wurde und ja. So, Stechkapsel nehmen wir noch mit, wenn wir schon die Chance haben. Rathalos Fußspuren. Toll. Rotkerne. Er schläft ganz friedlich. Friedlich eingeschlafen. Was haben wir noch? Ein Jagdras mit. So, haben wir hier noch irgendwas? Hier auf der Seite nicht. Rotkerne, das reicht. Wunderbar. Puke-Puke-Beutel, wenn man den Kopf bricht. Ein paar Sachen haben willkommen. Malachit hat es auch. Aber alles rein damit. So, meine Katze hat, also Kartoffel hat Knochen und Blaupilze mitgenommen. Toll. Arena-Quest. Niemand hält die Kommission auf. Schließe alle 2 Sternaufgaben ab. Oh, ich wollte ihn eigentlich fangen. Ich hab's vergessen. Ich war schon zu sehr drin. Hast du gut gemacht. Ausgezeichnete Arbeit mit dem Puke-Puke. Ich wusste, dass ich dir die Aufgabe, in die richtigen Hände gegeben habe. Deine Hände. Nur, um dich auf dem Laufenden hier zu halten, wir sind in Sora Magdaros jetzt dicht auf den Fersen. Das weißt du noch nicht. Wir müssen das ja noch untersuchen. Okay. Da stimmt mir zu. Aber wir müssen noch mehr herausfinden, sage ich ja. Die fünfte soll die Gelehrten während ihrer Nachforschung beschützen. Ich übergebe dir die Führung.
in der Wildturmödnis. Die Quest beginnt, sobald du vor Ort bist. Okay. Also, wir starten die Drachenältesten-Untersuchung. Stelle sicher, dass du weißt, was du zu tun hast. Wir müssen jetzt die Gelehrten schützen. Gruppieren wir uns in der Wildturmödnis neu. Kein Problem. Ich weiß genau, was zu tun ist. Wo ist die Kantine? Nee. Wir schauen mal. Ich wollte zur Kiste. Ich wollte mir die Fallen richtig herstellen. Weil wir haben jetzt gerade nur das Fallengerät. Aber wir haben ja eine Herstellungsliste. Und zwar wollen wir herstellen. Hier, Schockfalle. Nee. Wo ist die andere Falle? Eine Fallgrube. Wir brauchen nur ein Netz. Netz kriegen wir mit Spinnnetzen und Efeu. Ich habe kein Efeu. Kann ich mir Netze kaufen? Nee. Oder? Ey, Bro, hast du Netze? Was brauchst du? Wenn du was brauchst. Und was wir nicht haben, kannst du es normalerweise aus deinen eigenen Sachen anfertigen. Was brauchst du? Etwas, was du hast? Er hat's nicht. Das ist nicht gut. Okay, dann finden wir bestimmt irgendwann mal Efeu. Wir geben erstmal hier Bericht. Oh, du bist hier. Vergiss nicht, ab und zu bei der ökologischen Forschung vorbeizuschauen. Der Chef dort wartet auf einen talentierten Jäger wie dich. Also, mein lieber Freund von der Fünften, wie kann ich dir behilflich sein? Ich habe noch nichts fertig. Dann kann ich nicht behilflich sein. Wir müssen hier Meldung machen.